Willkommen zum Wiener Börseplausch für Audio CD.at. Heute ist Dienstag, der 11. April 2023 und mein Name ist Christian Drastil. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Für viele Instis beginnt die Zürswoche. Am Samstag ist für uns private Börsentag in Wien und für kommenden Mittwoch habe ich eine Einladung in die Wiener Börse. Dies und mehr im Wiener Börseplausch mit dem Motto Market and Me. Hey, here's Market and Me. Ja, die Börse als Modethema und die Aprilfolgen des Wiener Börseplausch sind präsentiert von Porr und Wienerberger. Das sind die beiden Unternehmen, die am längsten an der Wiener Börse notieren mit 153 Jahren. Und heute gibt es ein drittes Unternehmen, das den 150er aufweisen kann. Das Ganze ist nämlich gestern passiert. Am 10. April 1873 ist die UBM an die Wiener Börse gegangen. Der CEO Thomas Winkler, dem möchte ich da stellvertretend gratulieren, auch wenn er wohl nicht die ganzen 150 Jahre dabei war. Aber auch in den jüngeren Jahren, das Unternehmen hat einfach tolle Performance geliefert. Wir schauen uns immer so ein 25-Jahres-Ranking für einen Wanderpokal an. Und da ist die UBM unter den besten 20% sogar, ja, mit 345% Performance. Und das sind nicht mal die Dividenden mitgerechnet. Also alles Gratulierende von meiner Person in Richtung UBM. Und wenn wir schon bei der Börse-Geschichte sind, keine harte Pause, Geschichte wird gemacht, CD voran. Heute vor 23 Jahren ist die Update.com nach Frankfurt an die Börse gegangen. Das Emissionsding war damals 73,5 Millionen Euro und der Greenshoe 7,3 Millionen Euro. Also fast schon eine Geschichte aus vergangenen Wissensbereichen. Greenshoe und IPOs hat man schon lange nicht mehr gehört mit initialer Aktienausgabe. Den Jingle Börsegeschichte mit eingesungen hat Klaus de la Torre. Und das korrespondiert mit meiner Ankündigung. Die Instis sind diese Woche beim Raiffeisenbank International Meeting in Tours. Das Ding ist ausgebucht, hat mir der Klaus nochmal gesagt. Also hunderte One-on-Ones wird es da geben. Ganz Kapitalmarkt Österreich, sag ich mal, flapsig ist dabei und Investoren aus vielen, vielen Ländern. Für uns Private ist so, dass am Samstag der Börsentag in Wien im Austria Center ist, börsentag.at. Und für nächste Woche, Mittwoch, habe ich eine Einladung von einem Podcast-Kollegen auf der Audio CD.at reinbekommen. Und zwar der Josef Oberganschnick wird sein neues Buch präsentieren. Und das Ganze in der Wiener Börse. Säulenhalle, Eintritt ist frei. Man muss sich aber anmelden bei office@oberganschnick.at. Das Ganze ist nächsten Mittwoch, wie gesagt, am 19.04. und geht um 18 Uhr los. Es gibt dann auch noch ein Rahmenprogramm und das Buch, das heißt Von Null auf Reich. Ich habe mit ihm dazu auch einen Podcast gemacht zum Buch selber und das werden wir dann auch noch verlinken, was es da zu erwarten gibt. Ein bisschen unerwartet ist für den Absender von einer Message an Audio. Diesmal, also rudi@börsenradio.de, aber mit Audionachricht und zwar vom Heimo. Und da geht es um, wir haben immer schon wieder mal Kontakt gehabt und er hat schon etlichen Input für den Gap und auch für den Wiener Börseplausch gebracht. Also danke mal an der Stelle. Aber ich spiele mal seine Audioanfrage an uns ein. Christian, da ist der Heimo. Es gibt wieder mal ein Thema rund um den ATX und zwar konkret um die Aktie von der RBI. Da wurde diese Woche die Dividende ausgeschüttet mit Valuta 4.4. 80 Cent Bruttodividende. Und gestern wurde die Dividende storniert, ohne Angabe von Gründen von meinem Broker. Ich habe dann dort nachgefragt und da wurde ich auf den Emittenten verwiesen. Von der RBI habe ich noch keine Antwort. Auf jeden Fall ist man als RBI-Aktionär ohnehin geprüft in letzter Zeit und das macht halt keinen schlanken Fuß.
und schauen wir, was rauskommt. Ich habe dann recherchiert und bei den Unterlagen von der Hauptversammlung vom 30. März wurde lediglich eine Dividende von 80 Cent in Aussicht gestellt, aber eben noch nicht beschlossen. Und ja, schauen wir, wie es ausgeht. Hoffentlich gibt es ein Happy End und auf jeden Fall auch ein frohes Osterfest. Gut, das Ganze war natürlich in der Vorwoche und das heute und gestern hat sich auf eine Phase vor Ostern, also es geht nicht um diese Woche, bezogen. Es ist dann so, dass der Heimo am Freitag von der RBI eine Antwort bekommen hat. Ich habe mich auch an die RBI gewendet, habe dort auch eine Antwort bekommen. Und ja, wie vermutet, die RBI ist da der falsche Ansprechpartner, weil man muss sich an den Broker wenden. Die RBI kann nur bestätigen, dass es zu keiner Auszahlung gekommen ist. Ich weiß jetzt, der Broker, der war oder ist Flatex und offenbar ist da irgendein Automatismus angeworfen worden oder irgendjemand hat die vorgeschlagene Geschichte mal nur eingegeben gleich ins System und der Zahlungslauf ist losgegangen. Also insofern wird das wohl so sein, dass der Storno berechtigt ist, aber ist natürlich eine Geschichte, die so nicht passieren sollte und in Shaky Times nochmal ein bisschen verunsichert, wenn man was storniert bekommt. Aber ich schreibe auch noch an Flatex eine Anfrage, vielleicht kann man das noch aufklären. Auf jeden Fall danke für solche Anfragen, auch da kann man rundherum immer was erklären. Wow! So, das waren jetzt keine Schüsse, sondern ein symbolisiertes Tennisturnier und das ist mein neuer Jingle fürs Aktienturnier. Da werden wir jetzt draufbleiben ein bisschen, weil wir sind im April-Turnier. Es ist bereits das 15. Aktienturnier bei IRW Press. Danke an Joe Brunner fürs Supporting an der Stelle. Und wir haben wieder so ein Turnier gemacht mit 32 Raster und 4 Gesetzten unter unseren Peer-Partnern und die Ausgangssituation war ja spannend. Der Titelverteidiger, die erste Group, sowie auch Palfinger und Meyer-Mellenhoff, die bereits zweimal gewonnen haben, können gemäß Regelwerk den Wanderpokal diesmal für immer heimholen. Also gleich 3 Unternehmen. Und dann haben wir auch noch so eine Rangliste, da muss man auf 100 Punkte kommen, 15 Punkte kriegt man für einen Sieg. Das kann sich nicht ausgehen bei dem Turnier, weil die Führenden, und das sind 3 gleich auf, FACC, Meyer-Mellenhoff und Palfinger haben 58 Punkte und die Post hat 57 Punkte, also sehr, sehr, sehr spannend. Jetzt schauen wir mal, wir haben jetzt 2 verkürzte Wochen. Die Runde 1 war um einen Karfreitag verkürzt und die Runde 2 jetzt aktuell, also die Runde der letzten 16, ist um den gestrigen Ostermontag verkürzt. Und ich schaue mir mal jetzt die 8 Duelle des Achtelfinales an. Meyer-Mellenhoff gegen Unica. Meyer-Mellenhoff hat in der Runde 1 als gesetzter Freilos gehabt und die Unica hat Pira Mobility besiegt. RBI versus Do & Co. Die RBI hat in Runde 1 Do & Co. ganz knapp besiegt und die Telekom Austria hat die S-Immo besiegt. Verbund versus VIG. Verbund hat sich gegen Frequentis durchgesetzt und VIG gegen AT&S. Kontron versus Post. Kontron hat Wienerberger geschlagen und die österreichische Post hat ein Freilos. FACC gegen Immofinanz. FACC mit Freilos. Und Immofinanz hat Evotec geschlagen. Und zwar plus 4,1% zu plus 3,6%. Also sehr hochwertig. Dann Flughafen Wien gegen Erste Group, gegen einen Titelverteidiger. Flughafen Wien hat Agrana besiegt und die Erste Group hat Por besiegt. Valneva gegen Strabag. Valneva hat sich gegen Andritz durchgesetzt und die Strabag gegen Warta. Und finally Amag gegen Palfinger. Amag hat CA Immo besiegt und Palfinger hatte ein Freilos. Wir werden, wie gesagt, in dieser Woche wissen, ob die 3 Unternehmen, um die es dabei gehen kann bei diesem Aktienturnier mit dem finalen Gewinn des Titels, eben um die Erste Group, um Meyer-Mellenhoff und Palfinger, ob die auch ins Viertelfinale kommen werden. Auf jeden Fall, wir machen diese Dinge ja irrsinnig viel Spaß. Kommen wir zu den weiteren Nachrichten und schon zur nächsten Musik, nämlich ein Andritz-Auftrag. Andritz hat diesmal vom schwedischen Zellstoff- und Papierhersteller Billerud den Auftrag zur Lieferung eines Rauchgasreinigungssystems für das Werk in Gruvön gewonnen. Es geht um Sodakessel, Leistung erhöhen und Emissionen verringern. Dafür ist Andritz
perfekt aufgestellt und das Ding soll im zweiten Quartal 2024 fertig sein. Weiters haben wir dann noch die ÖKB, die hat Zahlen für 2022 geliefert und ein Ergebnis von 68,5 Millionen Euro und damit um 12,7% unter dem Vorjahr geliefert. Das sei vor allem auf die negativen Entwicklungen an den Kapitalmärkten und die Auswirkungen auf die Eigenveranlagungen zurückzuführen. Ja, wenn man sagt, wenn das eines der schlimmsten Jahre am Rentensektor, sowohl wie auch am Aktiensektor ever war, dann ist das eher ein Top-Ergebnis und die ÖKB hat einmal mehr bewiesen, wie resistent sie aufgestellt ist. Für 2023 geht die ÖKB-Gruppe von einer stabilen Ertragsentwicklung aus. So, und jetzt noch Research. Raiffeisen Research stuft A1 Telekom Austria im Vorfeld der Zürs-Konferenz mit Kaufen ein und das Kursziel ist 10 Euro. Hauck und Aufhäuser bestätigt Packfinger mit Kaufen, geben ein Kursziel von 36 auf 38 Euro nach oben. Raiffeisen Research bestätigt das Buy für Bohr und erhöht das Kursziel von 17,5 auf 18 Euro. Und die Berenberg Bank bestätigt die Kaufempfehlung für Bohr und erhöht das Kursziel von 19 auf 19,5 Euro. So, und jetzt muss ich wirklich schmunzeln, nämlich über mich selbst, obwohl es eigentlich gar nicht lustig ist. Ich habe ja das Wesentliche oder eines der wesentlichsten Dinge vorenthalten, nämlich wie der ATX heute performt. Und das ist mal gut nach Ostern. Ein Plus von 0,86% auf 3.223 Punkte. Gewinnerseite für Östalpine 3,3%, EVN 2,9%. Immofinanz zieht weiter mit plus 2,6%, ist die stärkste Aktie der jüngeren Vergangenheit. Verliererseite haben wir die Lenzing mit minus 1,8%, die RBI mit minus 1,3% und die BAWAG mit minus 0,6%. Und auf der Umsatzseite schaue ich auch noch kurz rein. OMV und Verbund mit je 7 Millionen Euro jetzt um 13.30 Uhr. Also da ist es noch sehr osterfeiertäglich, obwohl er heute schon wieder gehandelt wird. Morgen wieder in anderer Chrono-Reihenfolge. Aber heute war viel und man kommt ja aus der Übung, wenn einmal ein paar Tage börsefrei sind. Tschüss und Baba, bis morgen.